Nun hat sich die Frau Staatssekretärin Claudia Plackholm gemeldet. Frau Staatssekrätärin, Ihre Redezeit soll 10 Minuten nicht überschreiten. Bitte. Vielen Dank, geschätzte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Besucherinnen und Besucher im Parlament, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Das Bundeskanzleramt hat selbstverständlich in seinem Vollziehungsbereich die Anfrage richtig beantwortet, die Sie ansprechen, Herr Abgeordneter. Es gibt einen transparenten und offenen Prozess, wie Zahlungen aus der gesetzlich verankerten Presseförderung ganz nach dem Presseförderungsgesetz abgewickelt werden. Es handelt sich dabei um Zahlungen aus der UG 10, also aus dem Bundeskanzleramt. Und diese Zahlungen werden aber dann von der Com Austria abgewickelt. Und deshalb wird in der Beantwortung auch zu Recht auf Sie verwiesen. Diese Förderentscheidungen werden nach Erhalt eines Gutachtens der Presseförderungskommission durch die Com Austria getroffen, die sie dabei an die Förderkriterien des Presseförderungsgesetzes natürlich zu halten hat. Entsprechend dem Presseförderungsgesetz veröffentlicht die Com Austria diese Entscheidungen dann anschließend. Die Förderbeträge werden transparent auf der Homepage der RTR ausgewiesen. Sie sind also für alle öffentlich zugänglich einsehbar und das sogar in einem erweiterten Zeitraum als Ihre Anfrage, nämlich sogar für die Jahre vor 2020, also weit über Ihre Fragestellung hinaus. Jeder hat die Möglichkeit, also diese Förderbeiträge jederzeit einzusehen. Ihre Skandalisierung, dass hier Regierungsmitglieder öffentliche Gelder abzweigen, wie Sie es heute auch in den Medien genannt haben, ist also vollkommen an der Realität vorbei. Und ich möchte auch klarstellen, was hier versucht wird von Seiten der FPÖ. Es wird etwas skandalisiert, um den U-Ausschuss anzuheizen, der ja nächste Woche mit den Befragungen startet. Im Rechenschaftsbericht, den eine jede Partei abzulegen hat, eine jede politische Partei, also bis hinunter auf die Gemeindeebene, auf die Gemeindeparteien, jede Teilorganisation, alle Länder weisen zusammen aus, welche Unternehmen beispielsweise in einer Zeitung, in einer Gemeindeparteizeitung oder einer Teilorganisation eine Schaltung gemacht haben. Und weil es so skurril ist, möchte ich die Dinge auch beim Namen nennen. Dort erscheint in dieser Liste beispielsweise XXX Lutz oder die Metro im Jahr 2020. Und nun ist abgefragt worden, ob die ÖVP-Regierungsmitglieder diese Unternehmen denn bevorzugen. Die Antwort ist ganz klar, nein. Sie fragen mit einem wichtigen parlamentarischen Kontrollinstrument die Dinge ab, um daraus dann künstlich eine Affäre zu konstruieren und herbeizuzetteln. Aber man sieht etwas Spannendes, denke ich, schon an dieser Anfrage sehr deutlich, insbesondere an den Antworten. Es kommt dann beispielsweise heraus, dass das Finanzministerium im Jahr 2022 um 205,91 € bei der Metro eingekauft hat, unter anderem Mineralwasser, Kaffee und Reinigungsmittel. Und das Bundeskanzleramt hat beispielsweise im Jahr 2023 um 279 € beim XXX Lutz eingekauft. Und wissen Sie, was ein blauer, ehemaliger Minister, Gott sei Dank, ich brauche nicht einmal seinen Namen zu nennen, um dieses Geld gekauft hat? Einen einzigen Kugelschreiber. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Christian Stocker.